Hallo Kackbratzen. So Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Es ist wieder Zeit für Just Coffee. Ich habe mit den Leuten lange nach neuen Geschmacksrichtungen gesucht und wir haben für euch wohl die beste Mischung aller Zeiten zusammengebracht. Kein Zucker, nur natürliches Koffein und alle Vitamine, die der Gamer heute so braucht. Just Coffee enthält zu 0,0003% nur das Beste aus der natürlichen Kaffeebohne und den Rest im Kleingedruckten solltet ihr besser nicht lesen. Die siebte Konsolengeneration war wohl die beste Zeit, die wir je hatten. Vor allem auf der PS2, denn dort gab es einen Sack voll an total abgefahrenen Spielen. Nicht, dass es auf der PS1 nicht auch schon verrückte Spiele gab, aber auf der PS2 waren sie dank der besseren Technik wohl noch eine Spur besser. Wir hatten Perlen wie Killer 7, Mr. Mosquito, ein paar wirklich abgefahrene Horrorspiele und Demolition Girl. Entwickelt wurde das ausgezeichnete Stück Software von Tamsoft, die vielleicht eher für die Toshinden-Reihe auf der PS1 bekannt sind. D3 Publisher veröffentlichte dann Demolition Girl zunächst in Japan unter dem Namen Daigijin und als Spiel ihrer Low-Budget-Spielereihe Simple Series, die übrigens schon auf der PS1 ihren Anfang fand, unter der wir auch eine Handvoll Hello Kitty-Spiele finden, aber auch einige Rollen- und Sportspiele sowie Dating-Sims. Demolition Girl ist aber von einem ganz anderen Kaliber. Besser gesagt sind es sogar zwei, denn mit diesem Experiment hat man sich wirklich einen Ehrenplatz in der Hall of Fame der schlechten und absurden Videospiele verdient. Demolition Girl ist wirklich ein kleiner Fiebertraum eines jeden Edgy-Fans. Leider darf man nicht in die Rolle der übergroßen Bikini-Schönheit schlüpfen, sondern man wird sie wie etwa auch Godzilla mit schweren Waffen bekämpfen müssen, wenngleich auf eine leicht zotige Weise. Die Handlung könnte aus einem der unzähligen B-Movies aus der guten alten Zeit stammen. Genauer gesagt aus den japanischen Kaiju-Filmen, was ungefähr seltsame Monster bedeutet. Konnichiwa, Daba Riho desu. Kyou wa Okinawa no Minako-jima ni Grabia no Satsuei ni kiteimasu. Wir treffen auf das OnlyFans-Modell Riho Futaba, die eigentlich am Strand ein kleines Fotoshooting veranstalten wollte, als ihr eine Art außerirdische Krabbe zu nahe kommt und sie in den Finger zwickt. Dieser Biss hatte allerdings schwere Folgen. Nicht nur wurde Riho ohnmächtig, sondern sie verwandelt sich zudem in ein gigantisches Mädel, das unter ihren Füßen nun ganze Städte begraben könnte. Und anstatt auf ihrem Allerwertesten zu sitzen und mal kurz darüber nachzudenken, wie man möglichst wieder aus der Patsche kommen könnte, hüpft sie mehr oder weniger fröhlich auf die nächste Ortschaft zu. Es liegt nun am Spieler als Mitglied der japanischen Nationalgarde, dem Chaos ein Ende zu bereiten und dies mit teilweise auch sehr fragwürdigen Waffen. Im Grunde genommen ist Demolition Girl ein einziger über mehrere Level andauernder Bosskampf, in denen nicht nur die Spieler in Wallungen geraten. Denn bevor man sich in den Kampf stürzt, muss man den Körper des Bikini-Godzilla auf Schwachstellen untersuchen. Alle Missionen sind sehr abwechslungsreich und fordern das Äußerste von euch. So gilt es schon gleich in der ersten Mission mit einem Hubschrauber auf Tuchfühlung zu gehen. In der zweiten Mission ballert man dann auf die gefundenen Schwachpunkte der Dame, damit sie dann in der dritten Mission bereit ist, von riesigen Transporthubschraubern übers Meer transportiert zu werden. Hier wird dann ein großer Kampf gegen die Außerirdischen entfacht, die Riho ganz für sich alleine haben wollen, um ihren Plan der Vernichtung der Menschheit durchführen zu können. Und so macht man mit seinem Düsenjäger Jagd auf UFOs. Der Kampf wird dann gegen ein übergroßes Quallendings, das sich auf den Kopf von Riho festgesaugt hat, weitergeführt, die übrigens durch diese seltsame Kopfbedeckung noch etwas mehr außer Rand und Band gerät. Das ist ein Über! Ein überdurchschnittlicher Büroraum. Dies führt dann in der fünften Mission dazu, dass die zwei riesigen Möpse auf zwei Beinen auf Tokio zu stürmen. Hier gilt es nun mit allen Mitteln, die Ische so gut es geht zu verlangsamen, damit die Stadt rechtzeitig evakuiert werden kann. Und in der letzten Mission schließlich bestreitet man den Endkampf gegen die außerirdischen Invasoren und hofft so auch, das Wolkenkratzer hohe Bikini-Mädchen endlich wieder in ihre normale Form zurückzubringen. Auch wenn man anscheinend Kopf und Kragen riskiert, ist Demolition Girl kein besonders schwieriges Spiel. Tatsächlich liegt die größte Herausforderung in der äußerst trägen Steuerung der meisten Fahrzeuge, die scheinbar eher für das digitale Steuerkreuz ausgelegt ist und eher schlecht als recht für die Analogsticks konzipiert wurde. Aber man kommt darüber hinweg. Schließlich wird man mit den Missionen wirklich eine Menge zu tun haben und abgesehen davon macht es auch wirklich eine Menge Spaß. Dieses Spiel ist pures Gold. Um das Spiel etwas länger am Leben zu halten, hat man zudem drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und eine Reihe von Quests hinzugefügt, die man in den sechs Hauptmissionen zusätzlich bewältigen darf. Durch das Abschließen dieser Quests werden spezielle Bilder freigeschaltet, und sobald ein Level abgeschlossen wurde, kann es jederzeit im freien Modus alleine gespielt werden, ohne dass man den Story-Modus erneut spielen muss. Das Spiel lebt natürlich von seinen vielen Fahrzeugen, die grundsätzlich ähnlich funktionieren, aber trotzdem ihre eigenen Merkmale hinsichtlich der Steuerung haben.
Der Hubschrauber kann schweben, sich auf der Stelle drehen, sich vorwärts und rückwärts bewegen. Der Düsenjäger kann sich neigen, rollen und insgesamt auch schneller fliegen. Der Panzer läuft auf Autopilot und man muss im Prinzip nur das Geschütz bedienen. Nicht wirklich die Welt und die Fluggeräte brauchen ihre Eingewöhnungszeit. Aber auf der anderen Seite sind ja die Fahrzeuge auch irgendwie nur Nebensache. Das wirklich Interessante des Spiels sind neben nicht die Fahrzeuge oder die beeindruckende Physik des im Bikini gefangenen Fettgewebe, sondern natürlich die Waffen. Und das Angebot ist wirklich großartig. Bei jeder Mission müsst ihr im Allgemeinen eine bestimmte Hauptwaffe verwenden. Bei der ersten verwendet man beispielsweise einen Nahbereichsscanner, mit dem man Riho, und ihr werdet es vermutlich schon vermutet haben, Millimeter genau vermessen muss. Zum Glück verbirgt der Bikini nicht allzu viel von den Schwachpunkten. Darüber hinaus gibt es noch wärmesuchende Raketen, ein Standardmaschinen- und ein Lasergewehr, die unbegrenzt abgefeuert werden können. Allerdings nur solange sie nicht überhitzen. Und dann gibt es noch ein paar Spezialgegenstände. Einer dieser Spezialgegenstände sind Sprenggranaten, die ihren offensichtlichen Zweck haben. Viel wichtiger sind aber Dinge, mit denen man Riho besänftigen kann, damit man zum Bleistift ganz in Ruhe ihr betrachten. Damit man sie ganz in Ruhe vermessen und auch wirklich jede Schwachstelle aufdecken kann. Im Sortiment befindet sich auch ein großer Erdbeerkuchen. Und auch hier sollte man besser nichts hinterfragen, wobei Hintern schon ein gutes Stichwort ist. Lenkt man mit dem Kuchen die gute Riho ab, wird sie sich danach bücken, um ihn zu essen. Diesen kurzen Moment kann und sollte man dann für sich nutzen. Zudem gibt es noch einen riesigen Pfefferstreuer, der die Ische für einen Moment stillstehen lässt, wobei der Pfeffer dann auch einen putzigen Niesanfall auslöst. Im Prinzip ist jedes Mittel recht, um die zufälligen und unvorhersehbaren Bewegungen der Riesentuse zu stoppen, die ansonsten unentwegt und mit einem grenzdebilen Lächeln munter in der Gegend rumhüpft und alles blind zerstört, was unter ihre Patschefüße kommt. Ich weiß, dass ich vorher versprochen habe, dass das Spiel pures Gold ist. Das Gameplay ist jetzt nicht wirklich die Krone der Schöpfung und das Spiel hat einen gewissen Grad an Fremdschämpotenzial, vor allem dann, wenn man es damals heimlich im Kinderzimmer gezockt hat. Man sollte einfach dessen Existenz akzeptieren und die überaus große kreative Leistung der Entwickler anerkennen. Die Grafik des Spiels ist jetzt nicht unbedingt erste Sahne. Demolition Girl kam im Jahr 2005 auf den Markt und wir haben in dieser Zeit optisch sicherlich schon viel bessere Titel gesehen. Es scheint auch gerade so, als ob die Level selbst nicht unbedingt die höchste Priorität hatten, was ein ausgefeiltes Design und hohe Details angehen. Aber wo man absolut sehr viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit verwendet hat, dann war es für die Erstellung des Charaktermodells der guten Riho. Das Mädchen sieht ganz gut aus und ist zudem auch noch ganz gut animiert worden, bis hin zu den hypnotisch sanft wackelnden Bikini-Oberteil. Hier hat man wirklich versucht, so viele Polygone wie möglich reinzubuttern, womit man sich auf ein enorm charmantes und lustiges Spielchen freuen darf. Auch die Umgebungen sind im Prinzip voller kleiner Details, wie zum Beispiel Rauch, der aus zerstörten Häusern aufsteigt, und winzige Vögel, die über das Spielfeld fliegen. Die Gebäude sehen einigermaßen realistisch aus und man hat auch versucht, die Vielfältigkeit an Häusern einigermaßen hochzuhalten, was man jetzt für ein Spiel dieser Art nicht unbedingt erwartet hätte. Die Autos, die man im Spiel entdecken kann, sind aber schrecklich und wirken eher wie langweilige Pappschachteln. Leider kommt es eben oft vor, dass die Bildrate etwas in die Knie geht. Das wird besonders in den späteren Missionen deutlich, wenn der Bildschirm voller Feinde ist. Vermutlich ist die Musik das Highlight des Spiels, denn sie würde auch zu einem erstklassig kitschigen Monsterfilm passen. Die Musik nimmt sich nicht wirklich ernst und passt perfekt zum Grundtenor des Spiels. Auch die Soundeffekte sind in Ordnung, mehr aber auch nicht. Vor allem den Waffen fehlt irgendwie das richtige Wumms. Es bleibt also die Frage, warum zur Hölle man sich dieses Spiel in seine Sammlung stellen sollte. Eigentlich gibt es keinen Grund. Es ist ein schönes Relikt aus der guten alten Zeit und ein wunderbares Beispiel für Kreativität. Das Gameplay ist nicht wirklich gut, aber insgesamt lebt das Spiel ohnehin von der 12 Meter großen Ische, die ihre erogenen Zonen mit nur sehr wenig Stoff bedeckt und leicht gehirnamputiert durch die Gegend hopst. Das sollte als Anreiz für den Spieler reichen. Man darf eben keine hohe Erwartungshaltung haben und man sollte auch wegen den zahlreichen Mängeln das ein oder andere Auge zudrücken. Wenn man es dann noch schafft, für einen Augenblick all seine Würde an den Nagel zu hängen, kann man sogar Spaß mit diesem Wunderwerk der Technik haben. Es ist ein angenehm albernes Erlebnis und das perfekte Spiel für alle, die auf der Suche nach einer etwas außergewöhnlichen Herausforderung sind. なんでこんなに人が集まってるんだろう。
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.